Wir sind heute hier in einem Stuttgarter Hotel, welches zu einer Unterkunft für ukrainische Geflüchtete umfunktioniert wurde, und wir überreichen heute die Spende unserer digitalen Tafel. Ich heiße Maxim Kuschnir, bin eigentlich in der IT-Branche tätig und hier unterrichte ich ehrenamtlich jetzt seit 4-5 Wochen ungefähr Deutsch, zweimal die Woche, immer abends für die Neuankömmlinge. Das sind ungefähr 500 Leute im Hotel. Und bei mir im Kurs, also Leute, die regelmäßig kommen, sind ungefähr 30, 35. Und mit denen mache ich gerade Deutschunterricht, ungefähr A1, A2-Level. Maxim, mit ihm war ich im Kontakt. Ihn habe ich versucht, ein bisschen zu coachen als Didaktikerin. Habe ihm dann als erstes zweisprachige Bücher vermittelt. Und dann hat er mir so erzählt, wie er gerade Deutschunterricht macht. Und zwar mit seinem Flipchart aus seinem seiner Arbeitsstelle mit eigenen gekauften Handyboxen. Und dann dachte ich, komm, das kriegen wir anders hin. Er hat an der Stelle gesagt, er hätte gern so eine Tafel. Und dann habe ich nur gemeint, du weißt, was solche Tafeln kosten. Habe tatsächlich im Internet recherchiert, bin auf die Firma gestoßen und dachte, eine Mail mehr oder weniger, eine Absage mehr oder weniger, und habe das tatsächlich wieder vergessen. Und habe dann den Anruf bekommen, es gibt eine Tafel, und dann war ich doch sehr glücklich. Wie wir es schon am Anfang der Flüchtlingskrise der Ukrainer gesehen haben, war es durch digitale Medien möglich, auch von unterschiedlichen Standorten aus Unterricht für die Kinder und Jugendlichen zu ermöglichen. Das war ein Mammutprojekt, welches die Lehrkräfte auf die Beine gestellt haben. Und nun können wir dies auch für den deutschen Unterricht hier für die ukrainischen Flüchtlinge adaptieren und so die Integration fördern. Also dann auch noch mal ein bisschen Organisation. Ich habe Maxim gesagt, nee, das ist eine tolle Spende, das machen wir. Nachdem ja auch der tolle Support dabei war, zu sagen, die wird nicht nur gespendet, sondern aufgestellt, wir werden eingewiesen. Und tatsächlich auch, da kommen Menschen, die das interessiert, was wir hier ehrenamtlich machen. Das hat einfach gut getan, muss ich sagen. Bin unendlich dankbar, bin sehr, sehr froh. Ich muss aber auch zugeben, ich hatte, also meine Schulzeit ist schon ein paar Jahre, schon ein bisschen her. Also ich habe keine Erfahrung mit digitalen Tafeln. Ich kenne das Medium, aber ich habe selbst keine aktive Erfahrung damit. Daher also ziemlich aufgeregt, weil ich auch meine Vorgehensweise rein didaktisch darauf anpassen muss. Aber ich gehe davon aus, das wird auf jeden Fall deutlich besser sein als so ein Flipchart, also für diesen Zweck, oder auch als PowerPoint. Ich muss jetzt persönlich sagen, jetzt so ein High-End-Gerät habe ich in keiner Stuttgarter Schule bisher erlebt. Ich müsste mich auch einweisen lassen, aber jetzt, was ich gesehen habe, allein schon die Verknüpfung mit dem mobilen Telefon würde mir sehr Spaß machen. Und klar, also ich finde eben das auch ganz wichtig.